Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Star Trek Online und an die Leute im Stream und an den Levati, der in der Sonne sonnt. Tag, hallo erstmal. Ja, ich habe mich hier inzwischen mal für den Tag, so wohl besser, wenn man sich in der Sonne sonnt, statt außerhalb der Sonne. Also letztes Mal hing ja ich in der Sonne fest, ja. Diesmal bist du in der Sonne. Richtig, aber das Gute ist, ich kann wenigstens noch die Mission starten, von daher ist es, glaube ich, okay. Deswegen gehen wir einfach mal rein, ne? Genau, wir starten einfach mal, wo wir akzeptieren. Siehst du, ich hätte sogar woanders sein können. Hätte es doch auch geklappt. Mal schauen, ist das Game so leise? Ah, da war auch Game. Wo? So, ich lese mal vor. Ich bin froh, dass Sie an unserer Seite zu haben, Dr. Watson. Dies ist eines der Systeme, die für weitere Untersuchungen während der Ihrer Arbeit mit Subkommander Shahin markiert sind. Ich weiß nicht genau, was die Wattwar planen, aber sie kämpfen, als ob der Teufel selbst sie vorantreiben würde. Die Wattwar greifen eine kleine Gruppe von Allianzschiffen an und es nähern sich weitere feindliche Schiffe. Ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Die Lyset wird vorausfliegen und ankommende Schiffe abfangen. Sie werden indessen in der Falle sitzende Verbündete aus den Fängen der Wattwar befreien. Was meinen Sie? Ich habe gerade gedacht, du hättest ein neues Schiff, dass du hier diesen romulanischen Warbit irgendwo her hast. Also ganz kurz. Ich sag, wir gehen jetzt zu Penny. Also, was meinen Sie? Gute Idee. Die Timeless wird sich um die Schiffe kümmern, die in der Zwickmühle stecken. Gut. So. Du wirfst die Mützen. Dann fliege ich mal los und und hauen drauf. So, ich nehme mir mal den da. Ich müsste ihn mal. Ich müsste mir da echt mal hier so ein bisschen Knöpfchen dafür machen. Das wäre sinnvoller. So, und welch? Kauka ist Mitglied von Red Shirts geworden. Welcome. Hab ich auch eingeladen. Du hast übrigens hinter dir ein Schiff vergessen, ne? Das ist noch so ein. Naja, das ist mir schon klar. Toll, da muss ich mich auch noch wenden, oder was? Das ist noch so ein Schiff. Schieß doch schon kaputt. Hättest dich doch gar nicht treten müssen. Hab ich doch schon längst gemacht. Schiff der war das nicht die Mission letztes Mal, wo wir so. Ist das echt eine neue Mission? Das sieht aus wie die letzte Mission. Nee, das die Wattwar werden nun den Zorn der Gornspieler bekommen. Tja. Klack erobern heißt es. Achso, ich hätte vielleicht den. Obwohl, doch, ja, Kennzeichen. Ja, das stimmt. Also, das ist definitiv die richtige Mission. Ja? Papa Time, das kann ich nicht abschalten. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. Das liegt an der, weil ich ja parallel noch mit Bandicam aufnehme, dass die FPS angezeigt wird. Manchmal ist sie mit drin, manchmal nicht. Ich kann sie nur abschalten, indem ich aufhöre aufzunehmen. Ja, dann mach das doch. Ich tue doch eh hier aufnehmen. Ist ja nicht schlimm, da seht ihr wenigstens mal, wie mein Spiel in die Knie geht. Bei mir sieht man es leider nicht. Ich habe noch locker 45 Bildchen. Ja, du hast ja einen NASA-Rechner. Ich habe keinen NASA-Rechner. Was ist das für ein Quatsch? Mein Rechner ist nicht aus der Welt. So, ich repariere mal hier das Schiff da drüben. Aber bevor jetzt natürlich die Meldungen kommen von wegen, ich mache viel mehr FPS. Wenn STO läuft, parallel dazu noch Streams laufen, parallel dazu noch OBS läuft, parallel dazu noch Bandicam läuft. Und wenn der Pech hast, nebenbei sogar noch Boink läuft. Und das auch noch. Aber das habe ich diesmal tatsächlich abgeschaltet. Das hat immer so ein bisschen gelaggt. Also ja, das zieht dann doch schon ein bisschen an der FPS. Ja, vor allem, weil er tatsächlich alles nimmt, was er gefunden hat. Ja. Hast du eigentlich das Upgrade-Wochenende genutzt? Nö. Nicht? Nö. Keine Upgrades gemacht? Ich fühle mich da immer zu gezwungen, das zu spielen, da macht es mir keinen Spaß mehr. Nee, ich habe einfach mal maßlos Delizium investiert, weil das war ja gerade so echt günstig. Ich habe, ich glaube fast 1 Million Delizium durchgehauen. Das ist bei mir schon eine Seltenheit, wenn ich überhaupt upgrade. Nee, also muss sagen, also man merkt einen Unterschied. Hey, Quantelin. Habt ihr denn im Chat habt ihr denn das Delizium, also das Upgrade-Wochenende genutzt? Azuka hat mir geschrieben. Hey Suran, findet dein Video zum 12-Stunden-Livestream super. Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Was? Was für eine CPU ich drin hab? Eine AMD FX 9000er Serie, irgendeine davon. Irgend so eine komische 9000er Serie? Jupp. So, nehmen wir mal ein bisschen Krieg. Aber es liegt nicht immer an der CPU. Denn die ruht sich gerade aus. Yep. Bam!
Man muss ja auch dazu sagen, dass ja gerade vor allem Bandicam und OBS gleichzeitig, vor allem Bandicam tut ja auch noch Zwischenrendern mit dem Codec, dass die ja auch auf Grafikkomponenten zugreifen, hier das OpenGL und das ganze Zeug. Mhm. Und das natürlich dann auch noch, grafisch-technisch natürlich dann auch noch zieht. Hä, wo ist denn jetzt hin? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, aber dein Rechner ist ja wohlgemerkt auch noch, mal abgesehen davon, dass er ein bisschen teurer war vielleicht auch in meinem System. Mit Sicherheit. Aber locker 2 bis 3 Jahre jünger auch. Er ist quasi, was ist denn jetzt, 4 Monate? Ja, deswegen fast brandneu. Meiner hier ist ja auch schon wieder locker 2 Jahre. Also ich habe noch keinen Skylake, so ist es nicht. Also, aber ich habe die Vorgängerversion. Lightset überprüfen, wo ist er denn? Da hinten ist er. Wende! Ah! Aurin 2 hat natürlich Omega-Updates drin, das ist sehr schön. Also diese... Was? Glücklicherweise... Warte mal, hier waren wir denn? Grüße, Admiral, ich bin Lieutenant Gaius Selan. Balthasar Bux. Höchstrangiger Geheimdienstoffizier an Bord, der leistet. Ich muss Sie leider davon unterrichten, dass die Wadwur nun das Schiff kontrollieren. Die Brücke musste aufgegeben werden und wir haben nicht länger Zeit auf die Mehrzahl der internen Sensoren. Ach, Zugriff. Glücklicherweise konnte ich einen sicheren Kommunikationskanal öffnen, bevor die Sicherheitskurs geändert wurden und eine sichere Position für einen Transportvorgang bestimmen. Ich habe die Koordinaten an ihr Schiff gesandt. Ohne ihre Hilfe ist die Leise zusammen mit ihrer Besatzung dem Untergang geweiht. Pech. Retten Sie die Leise vor den Wadwur. Ich werde mit meiner Crew sprechen. Nein, das Eventschiff habe ich noch nicht. So. Wir haben den Transporter auf die auf Lieutenant Selas Koordinaten ausgerichtet, Sir Selans. Wir können sie zusammen mit einem kleinen Team dorthin beamen, sobald sie bereit sind. Übrigens, lustiges Detail, ich kann wieder nicht auf dem Delta-Rekruten diese tägliche Mission für das Eventschiff machen. Auf dem anderen Charakter geht's. Also wie gesagt, das ist eh schon zu spät. Vielleicht kriege ich es noch zusammen, mal schauen. Auf dem auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe nicht mal angefangen, das Eventschiff zu farmen, Gottes Willen. Da habe ich noch spätestens nach dem ersten Tag aufgegeben. Also aber wenn das jedes Mal so gegangen wäre wie an dem Tag, hätte ich locker 3 Stunden am Tag investieren müssen. Oh, was und die ist Zeit habe ich nicht. Heute auf Twitter los? Ich wurde wieder benannt. Was ist denn heute los? Ein Tweet, in dem du. Ach genau, hast du eigentlich mitgekriegt? Mich haben sie heute als Sozialpyroman bezeichnet. Was? Auf Arbeit. Echt? Ja, ich weiß auch gar nicht. Wie soll ich das mitkriegen, wie du auf der Arbeit genannt wirst? Ich habe es getwittert. Weil das fand ich echt cool. Das Wadwur-Schiff wimmelt nur von den Wadwur-Soldaten. Unsere Sicherheitskräfte haben versucht, ihnen entgegenzutreten, doch sie haben keine großen Raumgewinne erzielen können. Ich habe es nicht geschafft, andere höherrangige Mitglieder der Mannschaft zu erreichen, doch ich glaube, dass sie immer noch am Leben sind. Wie es der Zufall will, erinnern mich die aktuellen Umstände stark an meine Invasionsszenario 4591. Stimmt, das war echt eine schlechte. 4591 ist aber noch schlimmer wie 4590. Wenn sie soweit sind, können wir über die Angriffsstrategie sprechen. Ich stehe gerade fest, meine ganzen Omega-Teile sind schon voll. Also ich habe keine mehr, ich habe die alle schon durchgejubelt. Wie sieht der Plan aus? Plan? Wie sieht der Plan aus? Wir müssen einige Schlüsselbereiche des Schiffes zurückerobern. Das Sicherheitsteam wird sich um die Brücke kümmern. In der Zwischenzeit wird ihr Team die Krankenstation stürmen, welche sich nicht weit von hier befindet. Dr. Gratak sollte dort sein. Danach müssen wir die Waffenkammer einnehmen und die Wadwur davon abzuhalten, ihre Versorgungslücke zu schließen. In den meisten Szenarien ist es so, dass Lieutenant Tyrell da ist, um den Invasoren die Stirn zu bieten. Aha. Zeig mal, den macht die Stirn. Und danach? Wie viel kommt denn da noch Text? Danach müssen wir sehen, ob sich die Wadwur gemäß Szenario 4591 oder 3291 verhalten. Es könnte auch sein, dass sie uns überraschen wollen und es so mehr dem Szenario 6895 gleichkommen wird. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Verzeihen Sie mir, Admiral, wir haben keine Zeit für meine nutzlosen Spekulationen. Haben Sie noch Fragen? Nichts, wir machen uns auf, die Krankenstation einzunehmen und Dr. Kratak zu töten. Zu retten. Ach, macht der Gewohnheit. Ja. Was habe ich gerade für eine Waffe? Okay. Das ist aber irgendwie. Das ist eine schöne Station. Geht's da jetzt hinten lang? Die Tür ist zu. Wie, der ist da durch und wir dürfen nicht durch, oder wie? Drecksack. Oder sie jetzt auf? Nee. Also da ist jetzt gerade einer durch die Tür durchgegangen, oder? Also ich bin jetzt den anderen Weg gelaufen. Ich habe die andere Seite geschaut. Und der liegt da. Ich bin gerade noch ein bisschen. Da müssen wir rein.
Was? Ich hab Muscle Car gehört. Also ich schieß mal, ne? Ja, ja, mach ruhig. Du kannst mir mal aus dem Weg gehen, ich schieß ständig in den Rücken. Egal. Ja, ich mach dir auch nichts, aber ich meine ja nur so. Was war denn hier? Narrell? Danke für die Rettung, Admiral. Die Iwatuwo interessieren nur ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele, nichts anderes. Es tut mir leid, doch ich kann ihnen nicht länger helfen. Ich bin ein ziviler Wissenschaftler und kein geschulter Soldat wie sie. Ich werde hier warten, bis sich die Lage wieder entspannt hat. Sofern sie mich nicht länger brauchen. Überprüfen Sie, ob es hier Überlebende gibt und bringen Sie sie dorthin, nachdem mein Team die Krankenstation unter Kontrolle gebracht hat. Ja, das ist mehr als akzeptabel. Ich werde nicht kämpfen, aber ich kann das Gleichgewicht wiederherstellen, indem ich den anderen helfe. Ich werde versuchen, hier jeden Verletzten zu helfen und darauf zu warten, dass sie oder der Doktor Hilfe brauchen und mich benachrichtigen, wenn die Krankenstation Hilfe braucht und sicher ist. Sehr gut. Machen Sie keine Dummheiten, während wir uns zur Krankenstation begeben. Ja, niemals. So, was denn hier woanders? Bei dir wird es nicht mal im Eventschiff? Ich guck, du, der eigentlich Fenster an der hier. Quelle sitzt. Aus dem Fenster. Hier liegen überall ein paar Leute rum. Ich darf schon gedacht, ich falle aus dem Fenster. Oh, eine Wolke. Komm, da hinten durch. Grünzeug, Was haben wir da? Das Team? Ja, du wieder, ne? Ich wieder. Ist schon einmal. Klar. Was? Und hier den Verletzten, den tust du wieder nicht helfen. Du wirst lieber das Zeug einsammeln. Nee, ja, weil ich genau weiß, wenn ich den Verletzten geholfen, wäre nichts fürs Team geworden. Ja, ist schon klar. Der lebt auch nicht mehr. Servus. Ach, guck an. Dumm. Wieso schießt denn der so selten? Was los? Wieso ist denn der Untechnikum? Der ist immun gegen. Wollte ich doch sagen. Echt, ey. Einfach immun. Soll einfach mal freiwillig umfallen hier. Bam! In your face. Ja. In your face now. So. Dumm, geht die Tür auf. Thank you, hat sie gesagt. Ich bin irgendwie doch ein bisschen durch den Wind. Hier ist Kratak. Bratak? Kratak. Bratak ist falsches Franchise. Darfst du sprechen. Sie sind willkommen in der Anblick, Admiral. Wenn Sie hier und nicht auf der Brücke sind, dann bedeutet das wohl, dass Sie einen von Garius Plänen und Szenarien folgen. Die Ausrüstung hier ist nach wie vor einsatzbereit. Ich werde mit der Verpflegung der Verwundeten anfangen. Es gibt hier eine Konsole, mit der Sie den Sicherheitsteam auf dem Weg zur Brücke ist. Das war so. Es gibt hier eine Konsole, mit dem Sie. Was ist denn heute los? Es gibt hier eine Konsole, mit der Sie mit dem Sicherheitsteam, das auf dem Weg zur Brücke ist, Kontakt aufnehmen können. Sag mal, das ist aber. Mit dem Sicherheitsteam. Das auf dem Weg zur Brücke ist. Kontakt aufnehmen können. Es ist kein Verschachtel, das hat sich mir ein Bild oder Ich habe da gestern ein Bild von einem Beutel gesehen, wo drauf stand, ich koche gerne meine Familie und, warte mal. Ich koche gerne meine Familie und meinen Hund. Und dann drunter stand, sei kein Psychopath, nur Satzzeichen. Okay, das kommt mir gerade so ähnlich vor. Irgendwie schon. Knöpfchen. Gut, ich werde die Konsole benutzen, um Kontakt mit dem Sicherheitsteam aufzunehmen. Sicherheitsteam der Republik rufen. Und es gibt einen Tipp, es gibt ein Achievement, wenn man alle Leute rettet. Schaffen wir eh nicht. Ja, wir sowieso nicht. Wir sind froh, wenn man uns rettet. Aber Konsole haben wir jetzt gemacht, wo ist sie? Müsstest du nicht Text lesen? Warte mal, der andere Typ, der rennt hinten gerade irgendwo hin. Gutes Timing, Admiral, wir sind gerade dabei, die Brücke zu stürmen. Wir werden den Kanal während des Angriffes eröffnen lassen. Ich werde sie erneut kontaktieren, sobald wir die Kontrolle übernommen haben. Du hast die Konsole gemacht, ne? Ich dachte, du kannst die auch, das wusste ich bis eben. Nö, nicht. Deswegen habe ich auch kein Fenster gehabt, wo ich lesen konnte. Unser Lock-Team. Ach, das ist diese Kamikaze-Brücke. Mit. Ja, die, ich weiß schon. Ich fall die Treppe runter, Brücke. Genau. Ich dir jetzt so lachen, wenn er so eine Runde läuft und er voll auf dir sich drauf landet. Also Twitch ist momentan so buggy, ne? Wie, Twitch ist buggy? Ja, weil mir nie angezeigt wird, wie viele Zuschauer ich habe. Ja, Nivandon. Ich stehe immer als offline da. Nivandon, schaut in euer Lokalisationsteam unseren Stream an oder unsere LPs. Dann braucht man keine Tickets mehr schreiben. Richtig, das war echt einfacher. Alter, was sind das für Änder? Den kannst du drauf zünden, guck mal an. Das ist voll der Cheater. Ich habe einen Cheater gesehen. Ich habe ihn sogar auf Video. Die Wandern der Cheat, das ist voll der Bot. Sie schauen das nicht an.
Ja, dann tu das mal weiterleiten, ja? Der hat gar nicht Angebot annehmen sollen. Was kommt denn da gerade gefallen? Oh, ihr hattet es gerade wen gebraucht. Den Bildaufbau gerade wen gebraucht. So. Ich denke, wir beide haben das gleiche gehört. Sehr interessant. Ich habe schon Simulationen gemacht, in denen das Sicherheitsteam versagt, doch noch keine wie diesen. Wir sollten mit dem Plan fortfahren. Wir haben diesen Bereich gesichert und sie sind die einzige Einheit, die noch einsatzbereit ist. Wenn sie es schaffen, du und ihr Team in der Waffenkammer zu Hilfe zu kommen, verschafft das uns eine erneute Gelegenheit, das Schiff wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Ich werde mich auf zur Waffenkammer machen und nach Lieutenant Terrell sehen. Schick mir einen Tipp. Jetzt ist die Frage, Papa-Team, wie viel haben wir denn schon übersehen von den Jungs? Weil ich habe jetzt eigentlich nur einen, meine ich. Also eine, ja, ich habe auch schon eine gemacht und die nächste, die ich gefunden hatte, konnte ich nicht interagieren. Ich habe auch einen gemacht gehabt. Ich gehe jetzt tatsächlich nochmal schnell zurück, um zu schauen, ob ich vielleicht noch jemanden übersehen. Ich meine, hier in der Krankenstation liegen auch ein paar, aber da konnte ich jetzt nichts machen. So, kann man denn hier, ist denn hier wie das übliche hinter der Bar? Gibt es dann Accolade? Da gibt es schon mal nichts. Okay. Dann liegen hier niemand da. Also bis jetzt, ich konnte tatsächlich eigentlich jetzt nur. Also ich habe jetzt nur einen gefunden, den ich helfen konnte. Tatsache. Mit Lebewesen blind. Ach, hier hinten liegt noch jemand. Ist das jemand? Nee. Nee, ich suche hier gerade auch überall. Also ich glaube, wir haben bis jetzt, also nach meinem... Bis jetzt alle, die man interagieren konnte, ja. Hätte ich jetzt auch gemeint. Was ist denn das hier? Turbolift zur Waffenkammer. Ach, Lift-Turbo sein. Wir mussten hier rein. Haha. Da kommt noch mehr, da geschrieben. Ach so. Mit Lebewesen plündern sprechen. Ja, das machen wir sowieso immer. Wir plündern immer Lebewesen. Bam. Oh, der ist tatsächlich, glaube ich, immun gegen Kriech. Was? Was gibt's? Was? Immun gegen Kriech? Immun gegen Kriech, ja, ja. Hallo? Hallo? Oh, da war verletzte Tüte. Verletzte Crewmitglieder-Tüten, töten. Was, du hast die verletzte Tüte gefunden? Die letzte Tüte. Geh ich schon daneben? Ich kann... Hier ist zu, da können wir nicht rein. Wieder, ich habe hier meine Perimeterverteidigung aufgebaut. Ja, es bringt doch nichts. Komm doch mit. Ach, da bist du. Wenn du schon wieder vorrennst. Wieso? Ich bin nicht weggerannt. Ich habe hier gewartet. Ich stelle hier nochmal eine Perimeterverteidigung. Weißt du, warum mich dieser Alarm erinnert? Bäb. Nee, kennst du den Star Trek Generations, also das Spiel? Keine Ahnung. Da gab es auch so eine Mission, wo man aus so einer Romulaner-Basis war. Okay, im Endeffekt ist es ja der Romulaner-Alarm, ist schon klar. Aber das erinnert mich immer irgendwie, wenn ich so durchrenne und den Alarm die ganze Zeit höre, weil der war da so penetrant laut und ging mir so auf die Nerven, vor allem wenn man zigmal gestorben ist und das wieder von neuem starten musste. Boah, war ich gereizt. Du warst gereizt? Ja, so wie bei Battlefield ist halt, ne? Reizend. Wie bei Battlefield? Was hast du denn gegen Battlefield? Mit Ju sprechen. Bäh, was war? Ist ja pfui. Ich werde auch noch den letzten. Ja. Ich werde auch noch den letzten von uns in Alt schießen, da schwöre ich, niemand hält mich zum Narren. Haha, hello. Ich denke, ich werde ein paar für sie übrig lassen. Kann ja nicht überall zur gleichen Zeit sein. Wir haben Probleme bei der Arrestzellen und im Maschinenraum. Berichten Sie mir über die derzeitige Lage. Xionel und sein Team sind. Xionel Messi. Was? Ja, genau. Sind im Maschinenraum festgenagelt. Tja. Klon. Commander Jarok und Subcommander Merol befinden sich in der Arrestzelle. Ich werde mich zum Maschinenraum begeben. Wenn die World War Kontrolle über die Singularität erlangen, dann ist es aus. Ja. Glauben Sie, dass Sie dabei helfen können, die Arrestzellen zu sichern? Ich werde die Arrestzellen sichern und Commander Jarok befreien. Wann lang? Tana? Liegen hier noch irgendwelche Leute? Nee, ne? Sind alle... Nö, hier habe ich nichts gesehen. Dann... Auf jeden Fall ganz grob müssen wir in diese Richtung. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier mal die Tür, ne? Mhm. Wieder so einer, der immun gegen meine Angriffe ist zum Teil. Spackschrauben. Bam. Was, Spackschrauben? Ja, dann die Mandon. Hashtag Spackschrauben. Okay, Hashtag Spackschrauben heute. Aber ich würde sagen, wir machen dann einfach mal Hashtag nächste Folge, oder? Oh, ja, dann. Bevor wir ja weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.